Heute machen wir gefüllte Tacos. Du brauchst dafür ein paar kleine Cocktailtomaten, die halbierst du einmal. Sowie geschnittene Paprika und kleine Mozzarella-Kügelchen. Außerdem eine halbe Dose gehackte Tomaten. Du gibst alles in eine Schüssel und verrührst es gut. Anschließend würzt du das Ganze noch mit Oregano-Paprika, Muskat und Salzpfeffer und dann erhitzt du es kurz an. Jetzt gibst du noch einen Löffel Pesto hinzu. Dann wird alles nochmal kurz verrührt und dann kannst du es in unsere Tacos hineinfüllen. Vorher musst du die Tacos kurz 1 bis 2 Minuten im Backofen erhitzen. Am besten schmecken die Tacos mit einem selbstgemachten Dip. Also lass es dir schmecken und guten Appetit! Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch einen Like da und abonniere meinen Kanal, damit du keine Rezepte mehr verpasst. Schau dir auch unbedingt die anderen Rezeptvideos an. Da ist auch sicherlich was Leckeres für dich dabei. Ich freue mich riesig, wenn du meinen Kanal abonnierst. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.